Hier, am Ufer des Ruppiner Sees, haben noch vor etwas mehr als zwei Jahrzehnten Kasernen der sowjetischen Armee gestanden. Heute steht dort das EFI, die evangelische Schule Neuruppin. Es war die erste evangelische Schule im Land Brandenburg, gegründet von einer Handvoll Idealisten, die sich von Vorurteilen und Widerständen gegen das Projekt nicht beirren ließen. Wenn neue Ideen sich an christliche Werte heften, können daraus ganz großartige Dinge entstehen. Ideen bewegen die Welt, Ideen verändern die Welt. Das gilt im Großen wie im Kleinen. Ideenreichtum ist das vielleicht hervorstechendste Merkmal dieses Gymnasiums. Am deutlichsten wird dies in der Projektwoche kurz vor den Winterferien. Mit überbordender Fantasie werden dann in kürzester Zeit Projekte realisiert, wie dieses Musical, Der Glöckner von Notre Dame. Die Aufführungen sind längst ein gesellschaftliches Ereignis in der Stadt. Im Jubiläumsjahr zum 20. Geburtstag reihten sich die zum Teil spektakulären Ereignisse in kurzen Zeitabständen aneinander. Ein besonderes Merkmal: Schule findet nicht allein in der Schule statt. Das Magnetkaufhaus im Zentrum Neuruppins steht seit Jahren leer. Die Schüler des EFI haben es mit einer ungewöhnlichen Kunstausstellung, Mona im Magnet, für eine kurze Zeit zu neuem Leben erweckt. Das EFI ist eine Schule, wie sie sich Schüler wünschen. Eine Schule ohne Langeweile. Dazu trägt natürlich nicht nur die Kunst bei. Im EFI ist es auch der Sport. Als die rund 40 Schüler und Lehrer nach 14 Tagen von ihrer Umrundung der Ostsee mit dem Fahrrad zurückkehren, ist die ganze Schülerschaft auf den Beinen, um ihre Sporthelden zu feiern. Ihr habt Unheimliches geleistet. Mein ganz besonderer Dank gilt allen Betreuern und Lehrern, die mitfahren. Ihr wart klasse gewesen, ihr habt das Ding am Laufen gehalten und ich denke, es hat allen ganz, ganz viel Spaß gemacht. Auch wenn der Wunsch eines Schülers, dass die Schule jeden Tag neu erfunden werden soll, auch am EFI kaum in Erfüllung gehen kann, kommt vieles, was hier geboten wird, dem schon nahe. Die Lehrer vermitteln nicht nur ihren Lehrstoff und die Schüler entwickeln ihre Persönlichkeiten zuweilen spielerisch. Mit allen Stärken und Schwächen, und sie scheuen sich nicht, dies auf die Bühne zu bringen. Wer soll sich auf den Stuhl setzen und mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern über sein Leben? Das Impro-Theater, seit Jahren eine feste Institution am EFI, ist eines der zahlreichen Erfolgsprojekte, die mit dazu beigetragen haben, dass das EFI 2012 als beste deutsche Schule ausgezeichnet wurde. Als das EFI gegründet wurde, geisterte der Begriff der christlichen Schule durch die Diskussion. Als reaktionär stufte man das christliche Weltbild ein. Inzwischen dürfte der größte Teil der Neuruppiner das EFI mit ganz anderen Augen sehen. Vielleicht auch, weil die Konzerte so heiter sind, die Traditionspflege so lebendig und das christliche Weltbild, das am EFI vermittelt wird, so weltoffen und tolerant ist. Nur eines ist es ganz gewiss nicht: dogmatisch. Das EFI ist eine Schule mit einer sehr dichten Beziehung zur Gegenwart. Bei den Wahlen diskutieren Politiker aller Parteien im schuleigenen Café Tasca. So sieht ein lebendiger Informatik- und Politikunterricht aus. Und die Schüler fühlen den Politikern selbstbewusst auf den Zahn. Gewiss, Schulalltag gibt es auch im EFI. Insofern bleibt Schule immer Schule mit Leistungsnachweisen und Wettbewerb. Aber die Schülerinnen und Schüler sind nicht nur im Sportunterricht mit Leidenschaft und Spaß bei der Sache. Wenn auch im Sport die Siege und die guten Noten ganz besonders freuen.